Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Raube und heute sprechen wir wieder über eine Frage, die gerade die Einsteiger sehr, sehr häufig bewegt. Und ich habe es mal als Titel so genannt, sich aus einer Versicherung herauskaufen. Ihr wisst, Optionen sind ja letztendlich nichts anderes als Versicherungen. Und Einsteiger haben manchmal das Problem im Verständnis, dass sie sagen, wenn man aber doch so eine Versicherung vorzeitig auflösen kann, dann kann ich doch gar nicht das Ergebnis erreichen, was ich eigentlich erreichen will. Und dazu haben wir auch eine Frage bekommen von Norbert. Und ziemlich spannende Frage, deswegen machen wir das jetzt hier auch gleich alle gemeinsam. Also bleibt dran, gleich geht's los. Unter einem der letzten Videos habe ich einen sehr, sehr tollen Kommentar bekommen hier von Norbert Schmidt. Und zwar hat der Norbert unter das Video die Nummer 1 Frage aller Einsteiger, ne, das kam ja erst letzte Woche, dieses Video, hat er etwas gefragt, und zwar, wir blenden euch diesen Kommentar oder diesen Kommentar auch hier nochmal ein. Und zwar hat er gesagt, so als Beispiel, Cash Secured Put verkaufen, jetzt geht die Aktie nach unten, der Put kommt erstmal sehr, sehr deutlich ins Minus, und er sagt, ist mir ja eigentlich egal, weil als Cash Secured Put möchte ich ja die Aktie übernehmen. Was ist denn jetzt aber, wenn derjenige seine Option vorzeitig auflöst? Dann bleibe ich doch auf meinen Verlust sitzen und kann die Aktie gar nicht übernehmen. Ne? Und das ist ein Gedankengang, den viele Einsteiger haben. Und deswegen klären wir das an der Stelle heute einfach mal auf. Also, wie schaut es aus? Machen wir uns folgendes kleines Beispiel dazu. Wir haben hier eine Aktie. Die läuft hier irgendwie und du sagst, okay, wenn diese Aktie zurückkommt, dann möchte ich sie übernehmen. Also dann schreibst du hier diesen Cash Secured Put. Das heißt, wenn hier der Verfallstag ist und der Preis der Aktie wird unterhalb dieses Strikes notieren, ganz knapp unterhalb, genügt 1 Cent, dann wirst du diese Aktie mit großer Wahrscheinlichkeit angedient bekommen, und dann hast du sie eben zu dem Preis hier gekauft und hast natürlich auch hier noch die Prämie kassiert für diesen Cash Secured Put. Das heißt, dein eigentlicher Einstiegspreis liegt dann sogar je nachdem ein bisschen tiefer. So, und die Frage, die der Norbert jetzt gestellt hat, ist natürlich, was passiert jetzt zum Beispiel, wenn das hier passiert? Also angenommen, der Preis geht hier stark nach unten, Volatilität steigt an und jetzt ist ein riesengroßer Verlust erstmal in der Aktie da. Vielleicht ist die sogar im Geld, ne? Kann ja auch passieren. Und jetzt würde derjenige, der den Put gekauft hat, weil wenn wir ihn verkauft haben, wir haben ja letztendlich erstmal nur einen Put verkauft. Dieses Cash Secured, das ist nur unsere interne Definition davon. Wir haben ja nicht angegeben, das ist ein Cash Secured Put, ich will die Aktie. Wir haben einfach nur erstmal schlicht einen Put verkauft und damit eine Verpflichtung übernommen. Die Verpflichtung heißt, wenn der Käufer des Puts will, dann übernehme ich eben auch hier die Aktie. So, und mal angenommen, der löst das jetzt vorzeitig auf, seinen Trade, dann fragt der Norbert jetzt, dann bleibe ich doch auf meinem Verlust sitzen und kriege nicht mal die Aktie. Ne? Und das ist ein Denkfehler, weil, überleg dir mal Folgendes. Es gibt zwei Denkfehler an dieser ganzen Geschichte. Denkfehler Nummer 1 ist, in dem Moment, wo du diesen Trade eröffnet hast, gab es zwei Parteien, die diesen Trade ausgeführt haben. Der eine, das war der Käufer der Option, und der andere, das warst du, das war der Verkäufer dieser Option. So, ihr beide habt diesen Deal miteinander gemacht. Ne? Käufer, Verkäufer einer Option. So. Was jetzt allerdings bei einer börsengehandelten Option anders als bei einer zum Beispiel OTC-Option oder bei einem anderen Geschäft unterschiedlich ist, dass ihr nicht bis zum Ende dieses Trades miteinander verbunden seid. Das heißt also, wenn einer von euch beiden jetzt sagt, ich möchte diesen Trade auflösen, warum auch immer, dann kann er das machen und muss den anderen hier nicht um Erlaubnis fragen. Und der andere wird dann auch nicht automatisch aus seiner Position herausgenommen. Weil der andere, also angenommen, du bist der Käufer dieser Option. Jetzt geht der Wert hier nach unten, der Preis deines gekauften Puts steigt stark an. Und jetzt sagst du, okay, jetzt will ich einfach mal hier meinen Gewinn mitnehmen, ne?
ich möchte meine Option wieder verkaufen, dann ist es eben nicht so, dass du dann deine Option zurückkaufen musst, sondern irgendjemand kauft sie, im Zweifelsfalle ein Market Maker. Das heißt, wenn du eine Option verkauft hast, ne, und das ist ja jetzt hier die Fragestellung, und der andere, der sie gekauft hat, selbst wenn der seinen Trade auflöst, heißt das noch lange nicht, dass du deinen Trade automatisch mit auflösen musst. Ne? Wenn du keine Anstalten machst, das zu tun, bleibst du da drin. Du wirst auch nicht aufgefordert, das zu tun. Du kriegst das im Zweifelsfall auch gar nicht mit. Und da wir ja meistens Out-of-the-Money-Optionen verkaufen, das heißt Optionen, die etwas unterhalb des aktuellen Preises liegen, wirst du ohnehin mit großer Wahrscheinlichkeit mit einem Market Maker gehandelt haben, dem es vollkommen egal ist, was du im Nachgang machst, denen ging es nur um den Trade als solches. Ne? Das ist also mal Punkt Nummer 1. So, Punkt Nummer 2, was vom Verständnis her falsch ist. Stell dir mal bitte folgende Situation vor. Selbst wenn es so wäre, ne, dass es nur zwei Leute gibt, die diese Option handeln, nämlich den Käufer und den Verkäufer. Und jetzt ist Folgendes passiert. Die Aktie ist nach unten gegangen. Der Preis des Puts ist sehr stark angestiegen, sodass du eben hier deutlich im Minus bist. Du hast viel Verlust. Und jetzt allerdings würde der Käufer dieses Puts sagen, hey, dann löse ich jetzt meinen Put auf. Ne? So. Was ist denn jetzt immer noch gegeben von Anfang an? Es ist immer noch gegeben Recht und Pflicht. Er hat das Recht, seine Aktien zu verkaufen. Jetzt wissen wir allerdings gar nicht, hat er denn überhaupt Aktien? Vielleicht hat er auch einfach nur den Put gekauft, ne? Einfach als Trade, als Spekulation. So. Und du hast immer noch die Pflicht, die Aktien zu übernehmen, allerdings genau hier am Strike, nirgendwo anders. Nicht oben drüber, nicht unten drunter, genau zu dem Preis. Das heißt also, egal, wenn hier einer sagt, ich löse den Trade jetzt auf, ne, spielt das überhaupt keine Rolle. Es könnte also theoretisch sogar sein, dass der Preis vielleicht nur etwas oberhalb vom Geld ist oder etwas unterhalb vom Geld oder genau am Geld. Egal, wie viel der hier im Minus ist. Wenn der andere den Trade auflösen würde und du wärst der einzige Counterpart dann, ne, dann wäre das vollkommen egal. Du würdest entweder in die Pflicht genommen, ne? Du wirst entweder in die Pflicht genommen. Das heißt, du musst entweder die Aktien übernehmen oder aber, wenn der Preis oberhalb ist, du wirst nicht in die Pflicht genommen und deine Option verfällt wertlos. Egal was das ist, ne? Selbst wenn die noch riesig viel Zeitwert hat, wenn der andere sagen würde, ich löse auf, verfällt sie wertlos. So, das ist übrigens der Grund, warum ja Optionen ganz, ganz, ganz seltenst wirklich vorzeitig ausgeübt werden, weil sie meistens immer noch einen großen Zeitwert haben, gerade wenn sie dann, wenn ein hoher Wohleanstieg war. Und aus dem Grunde lohnt es sich für die Optionskäufer oftmals viel mehr, die Optionen zu verkaufen, die Aktien zu verkaufen und den Zeitwertgewinn mitzunehmen, als wirklich das Ganze an den Optionsverkäufer abzugeben. Ne? Also, Norbert und alle anderen, die das nachgefragt haben oder sich überlegt haben, macht euch da keinen Stress. Egal was ist, die Rechte und Pflichten einer Option gelten immer, egal was passiert. Und ihr seid nicht von Anfang bis Ende in einem Trade an den anderen, mit dem ihr den Trade eröffnet habt, gebunden, sondern ihr werdet in der Zeit mit großer Wahrscheinlichkeit immer mit jemand anders den Trade machen, im Zweifelsfall immer mit dem Market Maker. Okay? Tolle Frage, vielen Dank. Und wenn ihr solche Kommentare schreibt, dann greife ich die natürlich sehr, sehr gerne auf und beantworte die auch hier, weil es eben wirklich wichtig ist, dieses Grundverständnis zu entwickeln. Ne? Klar, ihr kommt aus dem Aktienbereich, ihr kommt aus dem Tradingbereich und habt das vielleicht das allererste Mal jetzt was mit einer Option zu tun. Und da gibt es einfach so ein paar Verständnisfragen. Und deswegen, wenn ihr da welche habt, ne, immer die Frage hier rein in die Kommentare, das ist super. Und wenn ihr mehr lernen wollt über das Thema Optionen, ne, ich kann euch wirklich nur ans Herz legen, hier unten ist ein Link, wo ihr euch eintragen könnt für unsere Akademie, für ein Beratungsgespräch für die Akademie oder aber auch, wenn ihr zum Beispiel sagt, okay, ich will das mal lieber online erstmal lernen, ne, dann schaut euch an unser Webinar Optionshandel für kleine Konten mit über, ich glaube, 60 Videos oder so. Also das ist richtig, richtig gut und da kriegt ihr wirklich diese ganzen Basics rein und die braucht ihr ganz einfach, wenn ihr in dem Bereich aktiv sein wollt. So, wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, euch alles Gute, viel Erfolg. Wir sehen uns. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye-bye.